Willkommen zu einem neuen Video von Die Medmacher und gleichzeitig zu einem Video, in dem ich wortbrüchig werde. Ihr habt mich in Nachrichten und Kommentaren immer wieder gefragt, wirst du auch mal zeigen, wie man Bier braut, also wie man Bier herstellt? Und ich habe immer wieder gesagt, nein. Schließlich heißt das hier die Medmacher und nicht die Bierbrauer oder der Bierbrauer nur noch. Ja, jetzt braue ich aber nun immer wieder Bier und ich habe gedacht, lasse ich einfach mal die Kamera mitlaufen. Und das hier wird kein Bierbrau-Anleitungsvideo. Ich werde darauf eingehen, ich werde ein paar Sachen mal durchspielen, ich werde es euch auch zeigen. Aber wenn ihr wissen wollt, wie man Bier braut, sucht euch andere Kanäle, die das besser erklären als ich, detaillierter erklären als ich. Friedis Brauhaus zum Beispiel, ich schaue mal, ob ich ein Video finde, dann verlinke ich euch das. Und da es kein Bierbrau-Video wird, da wir hier wie gesagt bei den Medmachern sind, machen wir einen Braggot oder Braggot oder einen Med mit Malz. Und wenn ihr mögt, auch mit Hopfen. So, grundsätzlich, wenn ihr einen Malzmed oder einen Braggot machen wollt, müsst ihr euch entscheiden, wollt ihr den einfacheren Weg gehen oder den etwas schwierigeren. Wobei der einfache durchaus gehbar ist, da spricht überhaupt nichts gegen. Und zwar ist der einfachere Weg flüssiges Gerstenmalzextrakt. Das hat den großen Vorteil, dass ihr euch die ganze Arbeit des Maischens von dem Braumalz spart. Und glaubt mir, das ist eine Menge Arbeit, das werdet ihr nachher sehen. Und ein weiterer Vorteil von dem Flüssigmalzextrakt ist, ihr könnt das hier 1:1 mit Honig gleichsetzen. Das hat in etwa denselben Zuckergehalt wie Honig und auch in etwa dasselbe Volumen wie Honig. Das heißt, wenn ihr euren klassischen 1:2 Ansatz machen wollt, wie ihr klassischen Met herstellt, da oben. Also ihr wisst ja, ein Gewichtsteil Honig auf zwei Gewichtsteile Wasser. Und nehmen wir mal an, ihr habt jetzt raus, dass ihr 3 Kilo Honig benutzen wollt und ihr möchtet gerne einen deutlichen Malzanteil haben, ersetzt ihr einfach von diesen 3 Kilo Honig 1 Kilo durch das Flüssigmalzextrakt. Wie viel oder wie wenig ihr nehmen sollt oder könnt, natürlich euer Bier, Karlauer beabsichtigt. Ihr müsst natürlich gucken, wenn ihr mehr Malz als Honig nehmt, dann habt ihr logischerweise kein Met mehr, sondern dann ist es, ja, Bier ist es ohne Kohlensäure auch nicht wirklich, aber ja doch, also letzten Endes wäre es wohl ein honighaltiges Bier. Wenn ihr einen richtig kräftigen Honig habt, dann könnt ihr ruhig mal so 1:1 probieren, natürlich etwas mehr Honig als Malz. Bei einem nicht so intensiven Honig würde ich mich so bei, ja vielleicht irgendwo zwischen 10 und maximal 30% bewegen, also 70% Honig, 30% Braumalz. Ihr müsst hier auch nicht viel mitmachen, das wird einfach wie Honig in Wasser aufgelöst. Es empfiehlt sich hier heißes oder warmes Wasser zu nehmen, weil Malzextrakt ist, also wenn ihr denkt Honig ist klebrig, dann habt ihr Flüssigmalzextrakt noch nicht erlebt. Ich verlinke euch übrigens auch Flüssigmalzextrakte hier unter dem Video. Dann könnt ihr euch da mal durchklicken, schauen was es so gibt und das bitte über den Link kaufen, weil ihr wisst ja die lächerliche Provision. Ne? Worauf ihr bei Malzextrakt achten müsst ist, ich halte das mal ein bisschen näher in die Kamera. Da steht irgendwo drauf, genau da, ne? Ohne Hopfen. Es gibt diese Flüssigmalzextrakte auch schon mit Hopfen. Könnt ihr natürlich auch mit Hopfen nehmen, wenn ihr Hopfen in eurem Met haben wollt. Wogegen gar nichts spricht, ganz im Gegenteil. Aber wenn hier schon Hopfen drin ist, dann ist das hier auch auf eine bestimmte Menge Bier ausgelegt. Das heißt, wenn ihr das hier kauft und es ist auf, sagen wir mal, 20 Liter Bier ausgelegt und ihr macht damit nur 10 Liter Met, dann ist dieser Met natürlich doppelt so bitter wie eigentlich gedacht, weil hier die Hopfenmenge für 20 Liter drin ist. Aber am besten erstmal ungehopft und dann könnt ihr das in aller Ruhe ausprobieren. Und müsst euch um Hopfen keine Sorgen machen, ihr habt einfach nur die Balance zwischen Malz und dem Honigaroma. Wenn ihr das übrigens in heißem Wasser aufgelöst habt,
solltet ihr das aktiv wieder kühlen. Natürlich kann man das einfach draußen hinstellen oder irgendwo an einen kühlen Ort stellen und darauf warten, dass es von selber abkühlt. Aber wenn es von heiß auf kalt geht, dann habt ihr dazwischen irgendwann einen Temperaturbereich, wo sich alle möglichen Bakterien und Keime so richtig wohlfühlen und euch die Suppe schon direkt versauen können. Das muss nicht passieren. Es gibt viele Leute, die kühlen ihren Sud immer draußen ab oder immer über Nacht ab. Ich habe es am Anfang auch gemacht, mir ist es inzwischen zu risikoreich. Ihr könnt beim Abkühlen auch gerne kreativ werden. Das Einfachste wäre, den Topf in ein Becken mit kaltem Wasser zu stellen oder einfach ein paar vorbereitete Eiswürfel reinschmeißen oder das weitere Wasser, was ihr sowieso noch zugebt, eine Nacht vorher in den Kühlschrank stellen, dass es richtig schön kalt ist. Werdet kreativ, ihr lasst euch da schon was einfallen. Ihr solltet übrigens tatsächlich dieses Flüssigmalzextrakt nehmen. Es gibt auch trockenes Malz, also Malzpulver. Das würde ich nicht nehmen. Ich habe das einmal benutzt. Das ist beim Auflösen schon mal recht widerlich. Und wenn das anfängt zu klumpen, dann könnt ihr das nicht einfach so wieder auflösen. Dann gibt das richtig harte Klumpen. Lasst die Finger davon, nehmt Flüssigmalzextrakt oder meischt eben einfach selber, ganz klassisch. Das könnt ihr auch mit einem 10-Liter-Topf einfach mal zu Hause probieren. Also ihr braucht nicht mehr, als ihr ohnehin zu Hause habt, mit Ausnahme eines Maischesacks. Den verlinke ich euch auch unten, auch in verschiedenen Größen. Wofür man den braucht, seht ihr später. Bevor ich jetzt aber zum klassischen Maischen komme, möchte ich noch einen ganz deutlichen Hinweis loswerden. Auch wenn ihr hier Malzmet macht, ist das nach deutscher Gesetzgebung Bier. Und wenn ihr Bier herstellt, müsst ihr euch beim zuständigen Hauptzollamt als Hobbybrauer registrieren. Auch wenn ihr es nicht verkauft. Auch wenn nur ihr es trinkt. Auch wenn ihr sagt, da ist doch keine Kohlensäure drin, da ist kein Hopfen drin. Egal. Ich habe da mit dem Zollamt gesprochen und es ist tatsächlich so, ich gebe jetzt mal ein überspitztes Beispiel, ihr macht 100 Liter Met oder 1000 Liter Met. Und in diesen 1000 Litern ist so ein kleines Döschen Malz drin. Oder ein bisschen selbstgemeischtes Malz oder Malzzucker. Sobald ihr da Hefe zugibt und das vergoren wird, ist das vor dem Gesetz Bier und es wird biersteuerfällig. Ihr dürft 200 Liter pro Jahr für den Eigenbedarf steuerfrei brauen. Aber bevor ihr Malzzucker in irgendeiner Form der Hefe zum Fraß vorwerft, also Bier braut im deutschen Gesetzssinne, müsst ihr euch beim Hauptzollamt anmelden. Das geht ganz formlos einfach per E-Mail. Ihr müsst auch nicht auf eine Antwort warten. Ihr müsst einfach nur diese E-Mail abschicken. Einen Vordruck von dieser E-Mail schreibe ich euch auch unten rein. Ich blende euch auch ein Foto davon ein, so wie ich die immer abschicke. Und mit dem Abschicken dieser Mail habt ihr eure Schuldigkeit getan. Es kann sein, dass ihr eine Antwort vom Zollamt bekommt mit eurer Hobbybrauernummer. Es kann sein, dass nichts kommt. Ist völlig egal. Mit dem Abschicken der Mail könnt ihr loslegen. Schreibt in die Mail euren Namen rein, euer Geburtsdatum, die Adresse eurer Braustätte, das ist wahrscheinlich dann eh eure Adresse, wie viel Bier ihr im Jahr zum Brauen gedenkt, auch gern mit dem Hinweis, dass ihr unter den 200 Litern bleiben wollt und warum auch immer müsst ihr den ersten geplanten Brautag des Kalenderjahres angeben. Und dann kann es losgehen. Dann kommen wir jetzt mal zum Selbermeischen und zum Läutern und zum Hopfenkochen und zum anschließenden Runterkühlen und Zugeben der Hefe. Lasst mich kurz noch ein bisschen darüber labern, wie Bier überhaupt gemacht wird. Ihr habt euer Braumalz, das ihr entweder ungeschrotet kauft oder geschrotet kauft. Ungeschrotet kaufen macht natürlich nur Sinn, wenn ihr selber eine Schrotmühle habt und um das Braumalz dann zum Brauen auch zu zerkleinern. Geschrotet ist natürlich dann schon fix und fertig. Ihr könnt das in der Menge bestellen, die ihr braucht bei diversen Braushops. Der Nachteil von geschrotetem Malz ist, es hält nicht so ewig lang. Also wenn ihr wisst, wann ihr brauen wollt, solltet ihr das Braumalz 1-2 Wochen vorher bestellen und auch dann verarbeiten und nicht ewig liegen lassen. Ungeschrotetes Malz könnt ihr, ich weiß gar nicht, monatelang, keine Ahnung, lagern ohne Probleme. Und falls ihr euch noch fragt, warum soll ich mir denn die ganze Arbeit mit Selbermeischen überhaupt machen, wenn ich doch auch Malzextrakt benutzen kann? Das ist relativ schnell erklärt. Es gibt
etliche verschiedene Sorten von diesem Flüssigmalzextrakt. Für verschiedene Biere in einem Fertigmix, auch mit verschiedenen Malzen. Das hier ist zum Beispiel Malzextrakt aus Weizen. Das gibt es logischerweise auch aus Gerstenmalz und da gibt es in hell, in mittel, in dunkel, alle möglichen Richtungen, mit, ohne Hopfen, was auch immer. Aber irgendwo ist dann so das Ende erreicht. Wenn ihr selber maischt, habt ihr eine Auswahl aus, was weiß ich, 20 verschiedenen Malzarten, die alle verschiedene Eigenschaften haben, die alle verschiedene Aromen haben, die Farbe hinzugeben, die schokoladige Aromen zugeben, die natürlich malzige Aromen zugeben. Es gibt Whisky-Malz zum Beispiel, was eigentlich benutzt wird für Ansätzen von Whisky-Maische. Es gibt Rauchmalz, was geräuchert worden ist. Das gibt dem Ganzen auch so eine schöne, wie schon der Name sagt, rauchige Note. Also ihr habt da sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, was zu tun. Aber für den Anfang, wie gesagt, hier auf jeden Fall Flüssigmalzextrakt. Und jetzt kommen wir dann mal zum Eingemachten. Willkommen im Metkeller und willkommen zu einer ziemlich blamablen Kameraperspektive. Ich muss das gerade etwas optimieren. Ich habe hier das Problem, dass ich euch entweder alles hier schön zeigen kann oder mein Gesicht, oder wir machen das jetzt einfach mal so, dass ich mich so hier in die Ecke quäle. Müsst ihr mit leben. Ich habe hier alles aufgebaut, was ich so brauche, angefangen bei einer Malzmühle, die mir das Braumalz, was ich brauche, eben jetzt gleich fein schrotet. Das funktioniert mit einem Akkuschrauber als Antrieb. Mache ich gleich einfach so, müsst ihr jetzt nicht groß dabei sein. Das Braumalz hier zeige ich euch auch nochmal groß, da seht ihr, dass das verschiedene Malze sind. Da ist zum einen hier vorne stark geröstetes Aromamalz, Gerstenmalz. In der Mitte ist Weizenmalz, das seht ihr vielleicht an der etwas anderen Kornstruktur. Dann haben wir hier das Münchener Braumalz, das ist auch wieder Gerste. Und obendrauf haben wir Röstgerste, die ist so stark geröstet, dass da keine lebenden Enzyme mehr drin sind, die noch Alkohol in Zucker vergären könnten, die noch Stärke in Zucker aufspalten könnten. Dieses Malz ist nur, oder diese Röstgerste ist nur dafür da, Farbe und Aromen in das Bier zu bringen. Dann weiter drüben habt ihr den Braukessel. Und jetzt hat natürlich nicht jeder einen Braukessel zu Hause. Es tut auch ein ganz normaler Topf auf dem Herd. Das hier ist jetzt eine Anlage für 35 bis 40 Liter. Das ist auf dem Herd schon ein bisschen schwer, allein vom Gewicht her und auch natürlich von der Sache mit dem Erhitzen her. Also darunter ist eine Handykochplatte mit 3500 Watt. Das ist also deutlich mehr, als aus so einem kleinen Standardkochfeld rauskommt und auch deutlich mehr, als eine Herdplatte bei euch leistet. Und damit kriege ich die 35, 40 Liter auch ordentlich heiß. Da oben drauf sitzt noch ein elektrisches Rührwerk. Auch das hat natürlich nicht jeder zu Hause, braucht man auch nicht. Man kann sich auch ganz einfach mit einem Paddel oder Löffel seiner Wahl behelfen. Das funktioniert genauso gut. Ist sogar ein bisschen unterhaltsamer, weil dem Ding beim Rühren zu gucken, ist ein bisschen langweilig. Ja, ich fange jetzt einfach mal an. Man nimmt also hier einfach den Akkuschrauber, steckt den hier in die entsprechende Annahme und legt los. Und es ist auch ziemlich laut, deswegen muss ich das nicht unbedingt mit der großen Kamera filmen und euch das nicht antun. Ich schalte die Kamera wieder ein, wenn es hier noch was Spektakuläres zu sehen gibt. So, ich bin wieder da. Das Malz ist jetzt klein geschrotet. Ich zeige euch das mal. Beziehungsweise ich zeige euch das auch mal in der Nahaufnahme. So. Kriege ich das scharf gestellt. Ich sehe das jetzt auf dem kleinen Display nicht. Ich blende euch auf jeden Fall auch noch mal ein Foto ein. Jetzt geht es erstmal wieder hierhin zurück. Ja. Der nächste Schritt ist relativ simpel. Ich bewaffne mich mit dieser Malzschaufel hier und werde das ganze Braumalz hier drüben in den Braukessel reinfüllen. Aber dafür muss ich noch abwarten, bis das Brauwasser die richtige Temperatur hat. Wie eingangs schon erwähnt, das Bierbrauen besteht aus den Schritten Maischen, Läutern,
kochen, kühlen, Hefe zu geben. Das Maischen selber besteht auch wieder aus zwei Teilen, mindestens zwei. Wir gehen mal nur auf zwei ein. Und zwar habt ihr in dem Malz zwei verschiedene Enzyme. Das ist einmal die Alpha-Amylase und die Beta-Amylase. Die Beta-Amylase spaltet die Stärke in dem Malz in Zucker auf, also in Maltose, und der wird von der Hefe zu Alkohol vergoren. Die Alpha-Amylase spaltet die Stärke in nicht vergärbare Zucker auf, also in Dextrine, die langkettig sind und schwer bis gar nicht vergärbar sind. Die schmecken nicht süß. Die geben dem Bier aber etwas mehr Körper, etwas mehr Mastigkeit und machen das Bier gehaltvoller. Ihr habt vielleicht alle schon mal Maltodextrin irgendwo gelesen auf irgendeiner Zutatenliste von irgendeinem Produkt. Das wird genau deswegen dazugegeben. Es schmeckt nicht süß, aber es gibt dem Ganzen etwas mehr Volumen, Körper, Fülle, wie auch immer. Jetzt kann man da auch steuern, was man haben möchte, ob man mehr vergärbaren Zucker haben möchte oder mehr unvergärbaren Zucker, und das wird geregelt über die Temperatur. Die Beta-Amylase, die den vergärbaren Malzzucker erzeugt, arbeitet optimal bei 63 Grad Celsius. Die Alpha-Amylase, die die langkettigen Zucker erzeugt, arbeitet optimal bei 72 Grad Celsius. Das heißt also, ihr fangt beim Maischen bei einer Temperatur von 63 Grad an, haltet diese Temperatur so ungefähr eine halbe Stunde und geht dann auf die 72 Grad hoch und haltet die Temperatur auch nochmal so eine halbe bis eine Stunde. Die 63 und die 72 sind jetzt natürlich nicht in Stein gemeißelt. Also ob es jetzt 62 oder 64 sind, ist gehüpft wie gesprungen. Ob es jetzt 71 oder 73 Grad sind, ist auch nicht schlimm. Es gibt auch so etwas wie eine Kombirast, da heizt man einfach auf die Mitte zwischen 63 und 72 hoch, beziehungsweise ungefähr die Mitte. Ich habe ein Bier, das nenne ich auch 66.6, weil das nämlich genau bei dieser Temperatur eine Stunde lang in der Kombirast ist. Da heize ich also direkt auf 66,6 Grad hoch und halte das da eine Stunde bis 90 Minuten, bis die komplette Stärke in Zucker umgewandelt worden ist. Das könnt ihr mit einer Jodlösung prüfen. Ihr kennt bestimmt noch aus der Schule von früher diese Stärketests mit der Kartoffel. Ihr habt eine Kartoffel aufgeschnitten, habt da Jod drauf geträufelt und habt dann gesehen, dass die Kartoffel an den Stellen, wo das Jod Kontakt mit der Stärke hat, lila wird. Genauso funktioniert auch ein Stärketest beim Maischen. Ihr nehmt einfach ein paar Tropfen von der flüssigen Maische aus dem Brautopf raus, kippt da einen Tropfen Jod drauf und dann seht ihr, wenn das Jod noch reagiert mit der vorhandenen Stärke, dann müsst ihr noch weitermachen. Wenn es das nicht mehr tut, seid ihr durch. Warum ihr das kontrollieren müsst, ist ganz simpel. Wenn ihr aufhört und ihr habt noch unverzuckerte Stärke in der Maische, habt ihr nachher Probleme beim Klären. Die Brauer nennen das einen Blausud, weil der Stärketest eben nicht negativ war, und das solltet ihr eben vermeiden. Geschmacklich hat es, soweit ich weiß, keine Auswirkungen, zumindest habe ich in der Richtung noch nichts gelesen, ich habe aber auch nicht explizit danach gesucht. Aber wenn man Probleme bei der Klärung vermeiden kann, sollte man das tun. So, das Malz ist drin und ihr seht, das ist alles andere als eine optimale Perspektive hier. Aber vielleicht könnt ihr erkennen, ich bin bei den 63 Grad gelandet, die ich haben wollte. Und jetzt werde ich einfach eine Stunde lang abwarten. Ich gebe euch auch da mal einen Einblick, wie das in dem Rührwerk aussieht. Das zeige ich jetzt hier. Da seht ihr, dass das alles langsam vor sich hin gerührt wird. Ich nehme mal gerade einen Löffel und mache den Schaum etwas auf Seite. Dann seht ihr auch, welche Farbe die Maische im Moment hat. Und diesen kleinen Löffel nehme ich jetzt auch gleich zur Seite und mache da schon mal einen Verzuckerungstest. Der sagt mir, ob noch nicht aufgespaltene Stärke in der Maische drin ist. Und jetzt ist natürlich noch alles an Stärke nicht aufgespalten, in Zucker. Ihr seht die drei Tropfen da rechts. Das ist das pure Jod ohne Stärkekontakt. Dann seht ihr den Klecks der Maische. Und das Schwarze, was ihr da seht, sind Jodtropfen, die auf Stärke getroffen sind. Ich blende euch hier mal ein Bild ein von den verschiedenen Zeitabständen meines Maischvorgangs.
Da seht ihr ganz rechts die Tropfen, das ist das pure Jod. Das zweite bisschen Flüssigkeit habe ich direkt zu Beginn vom Maischen abgenommen. Und da seht ihr, da knallt das Jod noch richtig ins Violette. Der dritte Klecks, da könnt ihr erkennen, es ist schon noch eine Reaktion da, aber die ist schon deutlich schwächer. Und beim vierten Klecks könnt ihr sehen, das Jod ist noch genauso von der Farbe her, wie ich es reingeträufelt habe. Da findet keine Reaktion mehr statt, also war ich fertig. Es bietet sich übrigens an, nicht mit kaltem Wasser anzufangen. Also nicht kaltes Wasser zu nehmen, da schon das Malz reinzuschmeißen und dann erst hochzuheizen, sondern idealerweise habt ihr das Brauwasser schon so heiß, dass ihr mit Zugabe des Malzes eure angestrebte Temperatur, nehmen wir mal als Beispiel 63 Grad, erreicht. Logischerweise kühlt sich das Wasser ein bisschen ab, wenn das kältere Malz reinkommt. Da müsst ihr entweder Erfahrung sammeln und oder ihr nehmt eine Excel-Tabelle als Richtwert. Die habe ich euch unten verlinkt, die habe ich schnell erstellt. Da könnt ihr die Temperatur von eurem Braumalz eingeben. Das lagert ja wahrscheinlich bei Raumtemperatur irgendwo. Und ihr könnt die Temperatur eures Brauwassers angeben und so rauskriegen, wie heiß das Brauwasser sein muss, damit ihr einen bestimmten Wert erreicht. Also das Ding errechnet euch aus der Brauwassertemperatur und der Malztemperatur die Temperatur, wenn beides zusammengekommen ist. Und daran könnt ihr euch orientieren. Gleichzeitig errechnet euch das Ding das Volumen eures Ansatzes. Also wenn ihr 3 Kilo Wasser mit 3 Kilo Malz vermischt, habt ihr dann logischerweise nicht 6 Liter, sondern einen anderen Wert, und das berechnet euch die Excel-Tabelle auch. Die könnt ihr frei benutzen, die könnt ihr euch runterladen, und wenn die jemand anders haben möchte, den ihr kennt, schickt ihm gerne den Link. So, wie ihr seht, hat sich das Setup jetzt schon ein bisschen verändert. Ich bin mit dem Maischen durch. Hier ist der noch volle Maischekessel, wo noch die festen flüssigen Bestandteile drin sind, also der Treber und die Würze. Und das Ganze wird jetzt hier in diesen Auffangbehälter umgefüllt. In diesem Auffangbehälter ist schon ein Maischesack, da blende ich euch mal ein besseres Bild noch ein. Und jetzt wird einfach mit einem großen Messbecher oder ähnlichem hier raus kräftig da rein umgeschöpft, damit ich dann nachher den Sack rausziehen kann und die festen Bestandteile eben im Sack mit nach oben gezogen werden und die flüssige Würze, die ich haben möchte, in den Behälter zurückbleibt. Ich schöpfe jetzt einfach mal um und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Ganze ist erfolgreich umgeschöpft. Ich bitte euch, diese Verkabelung da hinten einfach zu ignorieren. Und jetzt ist der feste Bestandteil noch zusammen mit viel flüssigem Bestandteil, also der Treber zusammen mit der Würze, noch in diesem Maischesack. Und den Maischesack müsst ihr jetzt rausheben. Gerüchteweise gibt es so Verrückte, die dafür einen Seilzug an der Decke haben. Das sind aber nur Gerüchte. Das Gute an so einem Seilzug wäre, wenn ihr einen hättet, ihr könntet den Maischesack einfach anheben und den dann noch eine halbe Stunde austropfen lassen. Falls ihr keinen Seilzug habt, könnt ihr den Maischesack natürlich auch mit der Hand, also mit den Händen rausziehen. Ihr müsst dann eben nur schauen, dass ihr das idealerweise zu zweit macht, also zwei Leute, die hochheben, oder einer, der hochhebt. Und naja, man kann da zum Beispiel mit irgendwelchen Böcken arbeiten, wo ihr ein Querbrett drauflegt oder eine Querlatte vielmehr, und ihr werdet mit Sicherheit einen Einfall haben, oder wie gesagt, ihr macht das ja eh in kleinerem Stil. Da könnt ihr also ohne Probleme den Sack einfach rausheben und festhalten, leicht ausdrücken vielleicht noch, auf die sauberen Hände natürlich achten, und dann den ausgedrückten, ausgetropften Sack einfach in einen leeren bereitstehenden Eimer reintun, und dann könnt ihr mit der Würze, mit dem Sud weitermachen. Wobei, Sud ist es noch nicht, im Moment ist es Würze. Sud ist es erst, wenn wir das Ding schon mit Hopfen gekocht haben. Ob ihr natürlich mit Hopfen kochen wollt, müsst ihr selber wissen. Ich lasse das jetzt erstmal vor sich hin austropfen und melde mich dann nachher zurück. Wenn ihr es schafft, diesen Sack
etwas über dem Topf zu halten und aufzuhalten, könnt ihr oben noch ein bisschen Wasser reingießen. Das spült das Malz nochmal ein bisschen aus und ihr habt noch ein bisschen mehr Würze, die unten in dem Topf landet. Aber das ist nur optional. Wenn ihr jetzt Hopfen zugeben wollt, ist genau jetzt dann der richtige Zeitpunkt zum Hopfen zugeben. Die Dosierung von Hopfen ist eine Wissenschaft für sich. Wenn ihr Bier brauen wollt oder wenn ihr euch an einem Bierrezept orientieren wollt, ich verlinke euch unten eine Seite mit Sammlungen von Bierrezepten. Da könnt ihr euch mal anschauen. Da kriegt ihr auch gesagt, wie viel Hopfen ihr benutzen müsst. Ihr könnt die Literzahl von Rezepten verändern, dann verändert sich auch die Anzahl des Hopfens. Und die Rezepte sagen euch auch immer, wie bitter ein Bier mit dieser Menge Hopfen wird. Das ist der IBU-Wert, IBU. Den findet ihr in den ganzen Rezepten auch. Wenn der Hopfen nun drin ist, wird das Ganze gekocht. Auch ohne Hopfen drin muss das Ganze dann gekocht werden. Das Kochen hat zum einen die Aufgabe, die Bitterstoffe und die Aromastoffe aus dem Hopfen zu lösen, aber auch eine andere ganz wichtige Aufgabe. Es gibt in eurer Würze etwas, das nennt sich DSM. Fragt mich jetzt nicht, wie die chemische Formel, wie das ausgeschrieben heißt. Das Zeug ist nicht giftig, aber, glaube ich zumindest, aber es geht so geschmacklich in Richtung Gemüsesuppe. Und jetzt kann man Gemüsesuppe ja mögen, aber ich möchte nicht, dass mein Bier nach Gemüsesuppe schmeckt. Also wird das Bier 1 bis 1,5 Stunden lang gekocht. Und kochen heißt, dass es wirklich sich richtig bewegt. Es muss nicht richtig übel sprudeln beim Kochen, aber es sollte wallend kochen. Also ihr solltet eine Bewegung, eine eigenständige Dynamik in der Würze beim Kochen sehen, das reicht. Und ihr müsst den Deckel weglassen, weil dieses DSM verdampft. Und wenn ihr den Deckel drauflegen würdet, würde es verdampfen, oben am Deckel wieder kondensieren und direkt wieder in euren Ansatz tropfen. Und kann man dann auch direkt sein lassen. Nach dem Kochen wird dann aktiv gekühlt. Ich verwende dazu eine Kühlspirale, durch die ich kaltes Wasser laufen lasse, bis ich das auf Anstelltemperatur, also auf Temperatur zum Zugeben der Hefe runtergekühlt habe. Das müsst ihr logischerweise nicht tun, beziehungsweise keine Kühlspirale nutzen, weil die werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht zu Hause haben. Ihr könnt, wie gesagt, mit den Eiswürfeln arbeiten, die ich schon angesprochen habe, oder ihr habt kaltes Wasser zum Nachgießen noch vorbereitet oder ihr stellt das Ding einfach in die Spüle oder irgendwo hin und also in einen größeren Behälter mit kaltem Wasser und lasst es abkühlen. Natürlich macht es Sinn, während diesem Kühlvorgang auch zu rühren, dass sich die Temperatur gut verteilt. Und wenn ihr fertig seid, rührt ihr den Ansatz nochmal durch. Richtig, dass ein schöner Strudel entsteht. Ihr zieht euer Rührgerät, was auch immer ihr dazu benutzt, raus und wartet ab diesem Moment so 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Der Wirbel sorgt dafür, dass der ganze Trub, der in dem Sud drin ist, sich in der Mitte wie ein Kegel auftürmt. Also es sinkt zum Boden und bildet in der Mitte so einen Kegel und die Bierbrauer nennen diesen auch Trubkegel. Und wenn ihr wisst, wo euer Trub ist, nämlich in der Mitte, könnt ihr dann mit einem Schlauch vorsichtig vom Rand aus den Sud abziehen in den Gärbehälter. Da kommt dann auch Hefe drauf und dann geht's los. Zur Hefe brauche ich ja nicht mehr viel sagen. Gärung kennt ihr alle. Wenn die rum ist oder wenn die Bier ist, dann ist Abziehen angesagt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich euren Malzmet oder euer Bier, falls ihr Bier machen wollt, noch mit Kohlensäure versetzen. Entweder über die sogenannte Zwangskarbonisierung. Dazu braucht ihr einiges an Equipment. Guckt euch dazu gerne das Video an, das ich mit meinem Kumpel Marco gemacht habe. Da haben wir Sekt gemacht. Da zeige ich auch, wie man, oder da erkläre ich auch, wie man zwangskarbonisiert. Ihr könnt das auch mit Flaschengärung machen. Aber das lasse ich absichtlich raus, denn ihr müsst da wissen, was ihr tut. Ich möchte dafür nichts verantwortlich sein. Wenn ihr über Flaschengärung Kohlensäure in eurem Met bringen möchtet, informiert euch bitte selber im Internet, wie man das macht. Und achtet darauf, dass ihr wirklich druckfeste, druckgeeignete Flaschen nehmt. Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit von Malzmet und Met und Bier und allem Möglichen geredet. Und tatsächlich muss ich sagen, das macht schon irgendwie Durst. Und deswegen schicke ich euch jetzt nach Hause.
und werde mir noch ein schönes Glas selbstgebrauten Bragget eingießen mit Kohlensäure. So, mit diesem schönen Bier werde ich mir jetzt den Rest des Abends vertreiben und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Prost!